Yo, yo, yo. Jetzt kommt Travel. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht schon, der Hintergrund hat sich verändert. Man kann endlich wieder Geschenke aufmachen zu Weihnachten. Und was ich an der Stelle unbedingt mal sagen wollte... Fortnite macht momentan alles richtig. Wenn ihr auch findet, dass Fortnite gerade sehr, sehr viel richtig macht, dann lasst doch gerne ein Like da. Bin ich mal gespannt, wie viele Leute mir zustimmen. So, und wie ich es angekündigt habe, heute wird ein Party Royale Video kommen und morgen kommt auch ein Party Royale Video, weil das momentan wieder ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich will auch nicht lange reden, Bruder, mit Abonnieren, Creator Code und so. Wir gehen rein, Abfahrt. So muss sein. So, wie ihr schon seht, wir sind mit dem Lebkuchen Renegade drin. Passt halt eben zum momentanen Zeit und ihr wisst ganz genau Bescheid, wie das manchmal mit Lebkuchen-Renegade ist. Die Lebkuchen-Renegade oder allgemein Fake-Renegade-Raider, die werden oft von der Seite dumm angemacht, weil die keinen richtigen Renegade-Raider haben. Und wir gucken einfach mal, ob wir so eine Person finden und die dann auf ganz entspannt hops nehmen, weil wir haben ja die Renegade-Raider-Hacke und dementsprechend werden wir diese dann auch rausholen. Ganz simple Geschichte. So, dann gucken wir mal. Wird natürlich wieder hier dunkel im Party Royale. Noch haben wir es hell. Neuer Ort entdeckt, okay. Hier rechts haben wir einen Hayskin, No Skin. Oh, der hat sogar Eldance gemacht, der kleine 31er. Jetzt geht der aber wieder zurück, was macht der, Digga? Macht der gegen mich jetzt auch Eldance? Ne, bei mir freut er sich, ne? Was macht der, was will der jetzt von mir? Wo geht der hin? Willst du hier in den Spind reingehen, oder wie? Achso, der will mir bestimmt irgendeinen Skin zeigen. Komm, den Skin gucken wir uns jetzt nochmal an. Was der jetzt da Schönes rausholt. Er geht einfach raus. Man kennt. Blitzabella kommt ja auch auf einmal hin. Flex ein bisschen mit Emotes, die schon trotzdem im Shop waren und nicht mehr selten sind. Was holt der Haze raus? Guck mal, was ich habe. Oh, er holt auch Lebkuchen-Renegade raus. Gib High Five, du Affe. Wild, Junge. Baba-mäßiger Typ, Digga. Aber wir zeigen noch nicht, dass wir hier richtigen Renegade oder so haben. Wir gucken erstmal, ob wir irgendwo toxische Leute finden. Weil hier auf der rechten Seite, der macht schon ZZ, Junge. Das könnte schon ein 31er sein. Ich hoffe, dass der zu mir 31 ist. Weil dann werde ich den zu einem 31er machen, Digga. So ein Ding wird das sein. So, jetzt sind wir hier perfekt synchron, Junge. Bam! Wo ist das Problem? Wer will Stress mit zwei Lebkuchen-Renegades? Kein Problem. Aber den da hinten mit den Balenciaga-Skin oder was das, oder Jordan-Skin oder keine Ahnung, was das da hinten für ein Skin ist, den müssen wir mal beachten, weil der macht hier die ganze Zeit ZZ zu den Leuten. Ich hoffe, dass der zu uns gleich kommt und dann bei uns genau dasselbe macht. Guck mal, er macht sogar zu uns hier diese Ghetto-Faust, Digga. Der will mit mir zusammen die harmonische machen. Oh mein Gott, direkt funktioniert, Lul. Guck mal, der hat links gemacht, gay. Ihr seid gay. Guck mal, der hat links gemacht, gay. Guck mal, jetzt war der zu uns toxisch. Hab keinen guten Tag. Hast ein Problem? Ja, jetzt lachst du, ne? Jetzt macht er auch noch Eldance, der kleine Ei. Ach so, der linke auch noch. Was willst du denn jetzt auf einmal? Ja, hab ich auch. Scheiße, Digga, der hat alle Emotes. Ich würde safe verlieren. Du Langweiler, Digga. Ja, hab ich genauso, Junge. Was machst du jetzt? Ich muss mich einschleimen. Willst du mal meine Renegade-Hacke sehen? Guck, guck. Ich hau mal lieber ab. Kleiner langweiliger Digga. Er macht einfach Eldance ohne Grund zu mir und macht mit den Kollegen mit. Habt ihr das jetzt wieder gesehen? Wir sind jetzt hier gemeinsam Friends. Guck mal, wie der wieder Eldance macht, ne? Ich hab auch Eldance. Den Emote habe ich auch. Willst du jetzt gegen mich Dance-Battle machen, oder was? Ja, hab ich auch. Scheiße, Digga, der hat alles. Hab ich auch, Digga. Und jetzt? Ich glaube, der will mich verarschen, Junge. Der soll mir nie auf den Deckel gehen. Guck mal, der eine hat gerade dieser dünne Skin, dieser 3,99 € Skin aus dem Shop, der uns ohne Grund geeldanced hat. Der ist jetzt nicht mehr da, ne? Der ist auf einmal komplett verschwunden, Junge. Niemand weiß, wo der wieder hin ist. Der ist direkt weg gewesen hier. Der hat gemerkt, oh scheiße, gegen den würde ich verlieren. Der hat Renegade-Hacke. Da hau ich mal lieber direkt ab. Guck mal, jetzt ist der Lebkuchen ein bisschen toxic. Wohl, was heißt toxic? Der ist bestimmt den Leuten gegenüber toxic, die ihn vorhin gemobbt haben oder sowas. Und jetzt hat der ja mich als Kollegen, Digga. Okay, komm, wir holen gemeinsam raus. Bam! Bam, Junge. Thema durch. Rasiert. Ja, Leute, ich würde mal sagen, die ersten haben wir damit hops genommen. Gehen wir mal in die zweite Runde rein. Abfahrt! Wenn ihr Probleme habt, kommt Privatchat. Zwei Frau Rubis. Oh, die eine ist rausgegangen. Was macht die jetzt hier, wenn die jetzt hier so alleine steht? Was machst du jetzt? Junge, warum ist die weg? Die alte Nudel. Bist jetzt alleine, ne? Ja, leider. Ja, hat deine Freundin nicht verlassen, Junge, die 31erin. Richtige 31erin, dass sie dich alleine hier in dem Sturzpolster. Kein Problem, kannst du haben. Als kleines Geschenk, Junge. Danke, du Ehren. Er macht Sonne. Abfahrt. Ha, und ich glaube, der hat hier seine drei Freunde verloren. Junge, auf einmal geht hier jeder aus der Lobby raus, Digga. Ey, hör mal auf, hier rumzuheulen, Junge. Guck mal, wie viele Leute sind jetzt hier auf einmal am Stissel. Die wollen dir alle helfen und leisten die Gesellschaft. Komm, machen wir mal Herzchen warm, Junge. Der eine will eine Umarmung, Digga. Er gibt nicht.
Dann gebe ich, Junge, einen 30er Spider-Man. Wir probieren nochmal. Gemeinsam, komm. Okay, komm, weil ihr so süß seid. Let's go. Was geht her? Was ist das nochmal für ein Skin? Kenne ich nicht. Egal. Jetzt sollen wir ja dir zu dritt machen, diesen Tanz, oder was? Wollen die das jetzt synchron mit mir machen? Komm, wir probieren. Okay, let's go. Boah, die Besten, Junge. Der Linke macht auf einmal auch noch mit, aber ich glaube, der ist nicht so synchron, ne? Ich bin dumm. Ne, der ist ein bisschen versetzt, Junge. Ey, der zeigt sein Erntewerkzeug. Der No-Skin auch. Ich will auch mein Erntewerkzeug zeigen. Ich will auch zeigen. Lasst mich auch zeigen. Hat er die Renegade-Hacke? Scheiße, die gehaut alle ab. Oh! Rennt weg, Jungs. Oh! Was habe ich jetzt angestellt? Die hauen alle ab. Bitte, Tom. Und er guckt einfach nur. Alter, als ob... Oh, shit! Bro, ihr habt doch auch gezeigt. Ich hab doch auch nur kurz einmal mein Erntewerkzeug rausgeholt. Krank, Bro. Jetzt kommt Spider-Man und zieht auch nur durch den Bildschirm. Ich hab doch nichts gemacht. Er findet wohl wild, dass ich dieses Erntewerkzeug hab, Junge. Jetzt macht er Respekt, Digga. Stabil, stabil. Komm, wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch gleich mal eben kurz unsere Skins zeigen, ne? Und guck mal, der hat diesen Gleiter von den Weihnachtsgeschenken. So, Herr No-Skin. Oh, er hat den Hugo-Skin, Digga. Stabil. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Geh du jetzt rein, Herr Baum. Jetzt holt Herr Baum raus. Welchen Skin? Oh, der war leider gestern im Item-Shop, Digga. Das ist sehr, sehr schade, Bruder. Der war 600 Tage nicht im Shop drin. Das ist so schade. Ich hatte den Skin auch. Oh, er holt diesen Skull Renegade Raider raus. Komm, wir holen jetzt einmal kurz Renegade Raider raus, ja? Komm, einmal nur kurz, Digga. Er geht auch nochmal rein. Wir gehen auch nochmal rein, Leute. Der eine hat wieder Feuer Renegade rausgeholt. Der Baum. Und links der No-Skin, der oh hat Skull Gott, Renegade. Shit, Junge. Bitte tu mir nichts, Bruder. Der andere versteckt sich da schon, der 31er. Okay, ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine wilde Reaktion. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde rein. Abfahrt. Lol, der hat die Renegade Raider Hacke. Der Affe da hinten, der hat die Renegade Hacke, Digga. Der hat die Renegade Raider Hacke, Digga. Sollen wir dir mal meine Renegade Raider Hacke zeigen? Guck mal, wie der rausholt und so ein bisschen flext, Digga. Guck mal wieder so, aber der Affe ist auch süß, sei mal ehrlich. Der ist voll süß, Mann. Ich schwöre, mein Gott, der sieht so süß aus, Digga. Wenn ihr es einmal seht, was ich jetzt sage, dann werdet ihr es nie mehr wieder nicht sehen. Achtet mal auf den Affen und ich sag dir, der hat eine Glatze, Digga. Achtet drauf. Tut mir jetzt leid, dass ich eure süße Illusion zerstört habe, aber guckt euch mal bitte diese Glatze an, Junge. Ihr werdet es jetzt immer sehen und ihr findet den Skin zwar trotzdem süß, aber er ist süß mit einer Glatze, Junge. Herr Affe, komm mal mit, Herr Affe. Komm mal mit. Perfekt, der kommt direkt mit. Guck mal, aber wirklich wie Glatze. Einfach Homer Simpson geworden als Affenversion. Jetzt zeigen wir mal die Renegade-Hacke, okay? So, ich sag den jetzt, der soll diesen Golf-Emote machen. Ich mach erstmal ohne Erntewerkzeug. Mach mal, Junge. So, und jetzt holen wir auch raus. Ha. Geil, Digga. Oh mein Gott, Junge. Wild, 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 wild. Stabil, Bruder. Didin! Wie geil. Wir sind jetzt hier Brüder, ja? Wenn einer Faxen macht, du oder ich, wir müssen dann den zusammen rasieren. Genau so sieht's aus. Genau den machen wir jetzt. Dann übernehmen wir jetzt mal Party Royale, Junge. Abfahrt. Gucken wir mal, ob hier irgendwo toxische Leute sind, die wir aufessen können auf jeden Fall. Wir suchen die uns jetzt hier raus. Hier sind doch bestimmt irgendwo ein paar 31er. Da vorne ist ein Renegade Raider auf der rechten Seite. Aber der scheint nett zu sein. Da mischen wir uns nicht ein, Junge. Denkt dran, die Renegade Raider Hacke ist seltener wie der Renegade Raider oder irgendein anderer OG-Skin. Das heißt, wenn so ein Renegade Raider kommt und der macht L-Dance gegenüber mir und ich hole die Renegade Hacke raus, dann habe ich fürs Erste gewonnen, Bruder. Außer er zuckt auch die Renegade Hacke. Und da muss es halt eben zu einem Skin-Battle kommen, ne? Aber ich glaube, der Renegade ist nett, Bruder. Und der Affe sowieso, Digga. Wir sind jetzt hier eine Clique, Junge. Abpacken. Ah, und jetzt haben wir hier nochmal Gesellschaft bekommen von einer Blizzabella. Oh, die hat auch ein seltenes Erntewerkzeug. Das war auch, glaube ich, schon 800 Tage nicht drin. Stabil, Digga. Hör auf, hier so enttäuscht zu sein. Hör auf, so enttäuscht zu sein, Junge. Boah, was macht der links jetzt hier Eldance, der John ist hier? Was ist denn dein Problem? Was ist denn dein Problem, Junge? Was ist denn dein Problem, Junge? Wir kehren nicht einfach weg. Ja, das war's mit dir. John ist hier, da kannst du machen, was du willst. Da wurdest du von uns beiden hops genommen. Brauchen wir gar nicht mal die Renegade-Hacke zeigen oder irgendwelche Dance-Battles oder Skins oder sowas. Du wurdest gehopst. Zack, weg mit dem Schmutz. Weg mit dem Schmutz, Junge. Ganz easy peasy. Alle sind hier nett, Junge. Außer der John ist hier, aber der ist jetzt auf einmal auch verschwunden, komischerweise. Ich werde dich töten, du Hund. Oha, der macht hier einfach, Grabpin für mich oder was? Was will der denn von mir jetzt auf einmal?
Was ist das? Warum hast du das bei mir gemacht? Das hier unten bei mir. Das hier. Ich meine es ernst. Ach, der macht das auch noch ein zweites Mal, okay. Willst du Stress oder wie? Soll ich Messer zucken? Hä? Du checkst das nicht. Ich will kein Dance Battle. Ich will den Gillette Abdi machen. Jetzt will der gegen mich Dance Battle, Digga. Warum will der jetzt auf einmal gegen mich Dance Battle machen, Junge? Heilige Makrele, den hast du gerade schon gemacht. Szenario habe ich auch, du kleiner 31er. Junge, jetzt macht der hier immer noch mit uns weiter, Digga. Geh mir doch nicht auf den Sack, Bro. Du machst 0815 Emotes. Oh, jetzt sieht er bestimmt den Aerial Gleiter. Oh, du warst gerade Toxiker. Jetzt hast du gesehen, dass ich Aerial Gleiter hab, ne? Scheiße, Digga. Jetzt denkst du dir so, holy shit, was ist das eigentlich für ein Typ? Zeig nochmal. Jetzt will er meinen Aerial Gleiter nochmal sehen. Okay, zeigen wir nochmal meinen Aerial Gleiter. Kein Problem, ich kann dir auch gerne die Renegade-Tacke zeigen. Ja, was machst du jetzt, ne? Ich bin am Arsch. Soll ich jetzt mal Dance Battle machen? Ja, jetzt macht er zu mir eins, Digga. Ja, ja, ja. Was will der Link jetzt von mir? Bruder, ich bin jetzt gerade mit dem beschäftigt, Digga. Warum ist der denn jetzt links auf einmal auch wieder toxic zu mir? Bro, ich bin mit dem beschäftigt. Da mischst du dich doch hier auf der linken Seite nicht ein, Junge. Junge, was ist mit deiner Hacke, Digga? What the fuck, man? Er lacht mich aus. Ist das dein Ernst, Digga? Deine Tänze sind nichts gegen die Renegade-Hacke. Da kannst du noch so viele seltene Tänze haben, Bruder. Hast du schon verloren. Ich brauch gar nichts mehr machen. Guck mal, bevor ich gegen dich ein Dance-Battle mache, ne? Beweg erstmal deinen fetten Arsch in den Spind und zeig mir erstmal, dass du irgendeinen seltenen Skin hast, ja? Sonst bist du einfach nur Mülltonne, Digga. Sonst bringen dir die seltenen Tänze gar nichts, Bro. Gucken, was der jetzt rausholt. Der muss dich erstmal qualifizieren dafür. Junge, der war vor ein paar Wochen im Shop, Digga. What the fuck, Bro? Ja, und wir haben Aerial. Wir kontern jetzt mit Aerial, Digga. Willst du jetzt mir sagen, dass dein Luftballon seltener ist wie mein Aerial Soul Trooper oder was? Junge, das sind Leute, die haben den Bezug zur Realität verloren, Digga. Und guck mal, wie toxic der ist. Mal gucken, ob der auch den Renegade Raider für lustig empfindet. Gucken. Macht er sich nochmal zum Affen? Ja, der macht sich nochmal zum Affen, Digga. Gucken, findet der auch den Ghoul Trooper lustig? Wo ist der hin, der 31er? Was geht, Junge? Wo ist der hin, der 31er, Digga? Hä? Gucken, ob der auch zu Ghoul Trooper lacht. Der ist auf einmal verschwunden. Ach, das ist der jetzt hier vorne, ne? Ja, ja, das hier links, das ist der jetzt. Ja, das ist, glaube ich, der von gerade eben, Leute. Ghoul Trooper scheint der wohl auch lustig zu finden. Der Iconic scheint aber korrekt zu sein. Junge, wie der mit seinem Emote da angibt, ne? Mein Gott, Digga, Alter. Gucken, ob der auch mein Skullportal lustig findet. Findest du den auch lustig? Ah ja, ah ja, klar. Hast du den Aerial Gleiter gesehen? Was hat der? Junge, das ist auch so ein absoluter 0815-Gleiter, ne? Bruder, hör doch einfach auf, Digga. Ja, Leute, der Typ ist jetzt irgendwo abgehauen. Ich finde den auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, Digga. Wie der gerade eben beim zweiten Skinwechsel auch abgehauen ist, ist er jetzt wieder auch abgehauen. Oh, ich bin sogar mit dem synchron, Digga. Deswegen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein paar toxische Leute hab's genommen, bisschen was erlebt, Leute. Morgen kommt noch ein Party Royale-Video auf ganz entspannt. Kuss geht raus.